Hallo, herzlich willkommen zum Livestream auf Twitch, Tour de France 2018. Und nachdem ja der Patch 1.05 erschienen ist und wohl auch der Pro-Leader-Modus da gefixt wurde, also zumindest sagen das die Google-Übersetzer, die Patch-Notes, aber man muss ein neues Spiel beginnen, werde ich jetzt neu beginnen im Pro-Kapitän-Modus. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, weil es macht da keinen Sinn, einfach da weiterzuspielen, wenn dann der Bug noch oder die Fehler noch drin sind. Zwischenzeitlich habe ich auch schon mal im Editor ein paar Namen und Werte ein kleines bisschen angepasst. Das heißt, ich glaube, Herr Buchmann habe ich ein bisschen verstärkt. Ja, so kleine Änderungen und Namensanpassungen habe ich da gemacht. So, naja, fangen wir mal an. So, Solo natürlich. Neues Spiel müssen wir und individuell. Ja, ich fange jetzt gleich auf Champion an. Was soll's? Willkommen im Pro-Kapitän-Modus. Ja, das bleibt so. Jetzt suchen wir uns mal ein anderes Trikot. Use Postal. Ist das doch das alte Onset-Trikot? Vielleicht fahre ich mit dem Onset-Trikot. Herrlich. So, das scheint hier Rabobank zu sein. Auch noch eine Variante, sieht zumindest so danach aus. Telekom hat Banesto. Ja, was nehmen wir jetzt? War schwer zu entscheiden. Nee, Lila nehme ich nicht. Ich nehme, glaube, das hier. Das sieht eigentlich auch ganz ordentlich aus. Moin, moin, Leute. Hallo. Hallo, Luxen, Justy Bisti, Marcharts, 98 Plattbohnen. Ja, Greibe und Gaviria wurden zurückversetzt durch das Gerangel, was sie da hatten. Ja, dadurch jetzt auch Degenkolb sogar Dritter, Sagan Zweiter. Sagan macht dann natürlich, hat er jetzt einen richtig großen Vorsprung für das grüne Trikot. So, ja, was nehmen wir jetzt? Oder ich nehme Banesto. Ich glaube, ich nehme Banesto. Rot-Blau. Ja, mit dem anderen Pro-Leader, da wird nichts mehr mit. Das werde ich nicht mehr weiterspielen einfach. So, Team. Ekelhaft nennen wir es nicht. So, einfach so. Fortsetzen. So, dann fangen wir mal an. Nationalität. Ruanda nicht. Frankreich machen wir so rum, Deutschland. Nachnamen nehme ich mal vom Kanal. Oder vom. So. Vorname nehme ich meinen, Erik. Ups. Ja, Alter, der Vormannsjünger ist. Also, wenn das. Man kann das. Alter, jünger stellen, aber hat trotzdem die gleichen Werte. Da hätte man ja wenigstens, je älter der ist, schon die Werte etwas höher setzen können, aber gut. Ja, Kittel ist scheinbar irgendwie komplett außer Form, also so macht es für mich zumindest den Anschein. Und dann gibt es da auch irgendwie teamintern ein paar Querelen oder ein bisschen Missstimmung, so wie ich es heute gelesen habe und gehört habe bei Katjuscha. Also das ist nicht alles so ideal.
Ich glaube auch nicht, dass Kittel die Tour durchfahren wird. Ich glaube, der wird vielleicht, ja, mal sehen, die ersten Bergetappen vielleicht noch mitfahren. Und ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr noch bei Katjuscha fährt, wenn man sich die Aussagen vom sportlichen Leiter von Conichef da irgendwie anhört. Also, dass der da Kittel Egoismus vorwirft und sowas, glaube ich auch nicht, dass dann Kittel noch länger in dem Team bleiben wird. Hat keinen Einfluss, das ist eigentlich. Ja, wozu kann man das dann einstellen? Naja, egal. Trittfrequenz. Das ist jetzt ein Einfluss, das ändert die Werte auch nicht. Ja, vielseitig bin ich aber am Berg dann zu schlecht. Ja, ich nehme Berg. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Berg 65. Okay. So. Fortsetzen. So, habe ich die gleichen Fahrer drin. Lammertink, Anton, Van Genechten, Tweet, Sieberg, Elizonde. Kenny Elizonde ist jetzt drin, statt letztens hatte ich noch Gesink. Mal gucken, wie stark der ist. Ich glaube, der ist am Berg nicht schlecht, aber im Flachen ist er auch nicht so besonders. Naja. Formhöhepunkte. Bin ich ja gespannt, ob die jetzt nun richtig funktionieren nach dem Patch. So, Gaudio. Was will denn hier haben? Van Genechten. Machen wir hier. Machen wir so. Waits. Machen wir das so. Elizonde lassen wir so. EK2K lassen wir so. Viel mehr Rennen haben wir ja eh nicht. Lammertink können wir so lassen. Igor Anton können wir so lassen. Das passt. Commander Ruth, danke fürs Folgen. So, fangen wir an. Saisonbeginn. Hi, welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route. So, los geht's. So, mal kurz nebenbei schauen, wie es aussieht, weil es ja gerade noch das Wimbledon-Finale und Angie Kerber hat den ersten Satz gewonnen. Also aus deutscher Sicht. Könnte doch noch ein gutes Wochenende werden. Wenn es schon nicht bei der Tour de France mit den Sprintern klappt. So. Aber morgen wird es dann nochmal hochinteressant. Also da freue ich mich schon richtig drauf auf die Roubaix-Etappe. Und ich hoffe, dass die für das Gesamtklassement die Fahrer da richtige Abstände bekommen. Und dass die das erstmal in den Bergen wieder reinfahren müssen. So, Elizonde, jetzt guck mal die Werte an. Oh, der hat im Flachen nur eine 62. Am Berg eine 75. Aber im Flachen eine 62 ist schon extrem schlecht. So, wer ist jetzt mein bester Bergfahrer dann? 71 am Berg. Igor Anton, 74 am Berg. So, Sprint, dann jetzt Twaits. Hello everyone and welcome to Corsica. The
first stage, short and trouble-free, should end with a sprint. Ja, ich versuche jetzt mal einfach rausreißen zu lassen. Das stimmt. Zumindest probieren. So, wer ist hier noch ein ganz guter? Siebberg ist ein guter Anfahrer. Twaits. Obwohl eigentlich. Ja, doch. Was war so? Für die und wer könnte vielleicht noch? Igor Anton, Gaudio. Gut, jetzt am Anfang hat er mein Fahrer noch nicht den Hauch einer Chance. Aber er fährt zumindest ein paar Kilometer schon mal alleine. Das ist wieder in der Gruppe drin, schön. Hallo Perker, ja, ich habe eine neue Karriere begonnen. Weil sonst der Patch halt nicht greift, scheinbar. Zumindest steht das scheinbar so in den französischen Patch Notes. Ich habe sie noch nicht irgendwie auf Deutsch oder Englisch gefunden. Ich habe es nur mal in Google Translator gehauen. Und ich fahre auch mit der individuellen Datenbank, weil ich die Fahrernamen schon angepasst habe, wo es noch nicht passte. Und die Werte klein wenig angepasst hat, besonders bei Buchmann. Der hat am Berg ein kleines bisschen stärker gemacht. Jetzt nicht sprinten. Sprintwertung. Gucken. So. 900 Meter. Ja, die sprinten. Gut, das bringt nichts. Bin ich eigentlich zu schlecht für. Boah, komm ey wieder nicht ran hier. Einbruch. Wechseln wir mal wieder auf. So, komm eh nicht weg. Dann kann er auch noch jetzt brauche ich nicht mehr hier machen. Na, holen wir die Ausreißer noch ein. Eine Minute. Kilometers are winding. You'll have to be well placed to avoid being caught out. 10 kilometers from the finish, the breakaway retains a slim lead over the peloton. Sieberg, ja.
So, mal gucken. Ach, und Schwierigkeitsgrad, wer es nicht gesehen hat, am Anfang habe ich jetzt auch auf Champion gestellt, nicht Profi. Also, dass es dann schon ein bisschen schwerer ist, auf jeden Fall. So, 6 Kilometer noch. Nur noch 35 Sekunden. Ja, dann kann er auch mal Tempo machen hier. Ist schon zu spät. Die Berg noch Kraft, ja. Okay, I'll consume a feed. Ah, jetzt wird's ja eng. Kilometer. Was ist denn hier los? Oh Mann. Ja, auf Champion sind die Sprints ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich habe zu langsam X gedrückt. Siebter noch, naja gut, okay. Finishing in the top 10, even though the stage didn't suit us, is very satisfying. We got off to a good start and we must keep on like that. Mein Fahrer hat Zeit verloren, aber gut, der wird jetzt ein paar Punkte schon gemacht haben. Sieben Ziele erreiche ich gleich mal. Angreifen, 10 Kilometer. Gucken wo überall. Ein Punkt bei Flach, Sprint, Antritt, Abfahrt, ja gut, die wird wieder schnell hochgehen, Ausdauer, sehr gut, Zähigkeit, ja, fortsetzen. So, Prolog-Zeit, also mehr ist kein Prolog, aber sehr kurzes Zeitfahren. King. So, wer ist jetzt hier der beste Prolog? Gaudio 72 Lammerting, 72 Sieberg. Mit meinem Fahrer eigentlich nicht fahren. Ich kann ja mal mit meinem Fahrer fahren. We have the last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time. Wer eh letzter höchstwahrscheinlich. Insofern. Erste Zwischenzeit, Amador 301. Aha.
308 ist mein Ziel. Boah, schaffe ich noch nicht einmal. Verliehene für dem Ziel mit 6,47. Komm, gib Gas. Oh Mann. 7,13. Eieiei. Das ist jetzt nicht so der Hit. We were aiming for a top 10 place on this stage and we failed. Gaudio 17. 166. Oh, ich bin wenigstens nicht letzter geworden, das ist schon mal gut. 166. Naja. So, Gaudio ist 19. Lamartink, naja. Wo sind wir jetzt hier? 12. mit 4 Punkten. Einzelzeitfahren beendet. Prolog plus 1. Zeitfahren plus 1. Flach plus 1. So, jetzt haben wir nochmal hier eine schöne Bergankunft. Jetzt muss ich gucken, ob ich mit Elizond oder Igor Anton fahre. Oder vielleicht einen angreifen lasse. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, was ich genau mache. Sam Omen, Roman Kreuziger, Marc Soler. Vielleicht schicke ich erstmal meinen Fahrer wieder weg. Um Punkte zum Verstärken zu sammeln. So, Anton ist auf jeden Fall sehr gut in Form. Hat am Berg die 74. Elizond hat am Berg eine 75 und ist auch sehr gut in Form. Elizond oder Anton? Naja, mal gucken. Eigentlich fast egal. Good morning, ladies and gentlemen. This Corsican stage promises to be a great show. The climbs found at the beginning should provide us with a fine battle between the contenders for the Parc de Jersey and the final climb will force the favorites to show their worth. So, Lamartink schützt dann mal. The rider who manages to lead over the first four climbs will pocket a maximum of 22 points for the polka dot jersey. Craddock und so mit dabei dann. The peloton is riding hard. Stay well placed. Ich glaube, da hat er am Berg nicht den Hauch einer Chance. Sieben Fahrer in der Gruppe mit. Gurga Isagire, Craddock, Charel. Kann ich vergessen, dass ich da irgendwie bei der Bergwertung mitsprinten kann. The time gap between the peloton and the escapees is stationary. Dann mal auf meinen Fahrer wechseln. Ein bisschen höheres Tempo machen, vielleicht gegen da welche Probleme, aber
glaub's fast nicht. Denk mal, die werden gleich angreifen. Okay, Jarell ist der beste Climber, Kletterer. Extrem leise. Oh, warte mal. Mikrofon ist eigentlich schon jetzt relativ laut gestellt. Ich hoffe, jetzt ist es etwas besser. So. Jetzt greifen sie an. Jetzt muss ich mitgehen. Ach, das kannst du vergessen, dass der da mitkommt. Nee. Mist. Kurzer Gegenanstieg und jetzt bin ich wieder dran. So, jetzt brauche ich aber hier kein Tempo machen, weil das bringt nichts, weil die Kraft ist da oder die Energie ist ja noch viel zu schwach, da vorne mitzuhalten. Aber 6,5 Minuten Vorsprung vorm Hauptfeld. Ja, schade. Aber ich habe hier echt. Ich müsste irgendwie mal alleine wegkommen und dann könnte ich vielleicht mal so eine Bergwertung holen und dann ein paar Punkte, dass sich der Fahrer verbessert. The riders are on to the Côte d'Arbelal, classified as second category. The first of the top scores 5 points. Wenn eh gleich wieder angreifen. Ja. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. So, wieder angekommen sogar. Jetzt nehmen wir hier nochmal die Verpflegung, können wir jetzt doch schon mal nehmen, um weil ja gleich die Verpflegungszone kommt. Vielleicht lassen, ich kann ja ausreisen und keiner geht mit. Nee. Probieren kann man es ja mal, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe, als Erster hochzukommen. Oben anzukommen am. Nee, bringt nichts. Ich habe null Antritt. Nee, das ist nix. Dann heißt so lange wie möglich noch irgendwie mitfahren mit den Ausreisern.
Komm, gleich kommt die Abfahrt. Kann er wieder regenerieren. Boah, gerade so. Gerade so geschafft. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt war es das wieder. Na gut, jetzt kann ich hier umschalten. Kann er nochmal die Verpflegung nehmen. Kann man hier auch machen. Auf die Folgegruppe warten. Immer noch 3 Minuten sind die Ausreißer vorne. Na, mal schauen. The intermediate sprint is approaching. The riders will then begin the final climb, the col de l'Ospedale. So, der Anstieg geht gleich los. The front of the race begins the climb the Col de l'Ospedale, the true decider of this stage, with 14 kilometers at an average of 6.2%. Change of leader in the overall youth standings. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier vorne mitfahren, weil sonst wäre ich wieder irgendwie nach hinten durchgereicht und verliere dann den Anschluss. Ich hoffe ja, dass Elisand richtig bis ganz vorne mitfahren kann, aber mal schauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr die Werte von Gesink, aber ich glaube, es hatte auch so 75 am Berg. So, Benatti macht Tempo. Hey, das ist eigentlich. Lass mal Lammertink. 100% fahren. So, Lammertin, komm, mach bitte Tempo, wenn es geht. Pöstlberger. So, ich glaube, Benatti hat jetzt. Achso. Ja, gut, das war klar. Sieberg, kann man jetzt schon mal Verpflegung geben? Gaudio, Van Genechten, Twaits und der Rest. Der Rest kann noch fahren. So, Lammertink. Ich hoffe, jetzt wird das Feld ja kleiner. Und wir kommen an die Gruppe vorne näher ran. Aber Craddock. Noch gut Vorsprung. Dort vorne sind die ersten Ausreißer zu sehen. Ja, was ist jetzt mit Lammertink los? Dann macht halt McCarthy Tempo. Das ist mir egal, Hauptsache das Tempo bleibt hoch. 7 Kilometer, mir macht jetzt gerade meine Energieanzeige ein bisschen Sorgen. Igor Anton sieht da fast noch besser aus.
Ja, morgen wird es hart für Craddock. Ich weiß gar nicht, wie es dem im Moment geht, weil der war ja ziemlich angeschlagen, sah der aus. Zu einer Verletzung. So, ich glaube, ich wechsle auf Igor Anton. Ich glaube nicht, dass Kenny Elizonde gut genug ist für einen Berg. Jetzt hat er mich hier. Ist irgendwie nach vorne gekommen. So, 40 Sekunden sind sie noch vorn, die Ausreißer. Aber sie sind noch 4 Kilometer. Also, na gut, ich spiele auf Champion, da ist das nicht mehr ganz so einfach am Berg. Weil mit Gesing konnte ich ja locker mithalten und dann noch gewinnen. Ich meine, ich habe zwar keinen Gesink mehr, aber der war von der Stärke ähnlich. Drei Kilometer noch. 50 Fahrer groß das Feld. So, jetzt macht Bora hier Betrieb. Angreifen wird nichts, da ist meine Energie im Nu futsch. Ich muss irgendwie mitfahren, einfach nur. Ach, das ist echt Mist. Zu schwach. Fellini hat Probleme. Letzter Kilometer. Isa Gierre gewinnt vor Patrick Konrad. Der erste Fahrer hier ist Igor Anton. Es wird schwer da, die Saison. Die Kerber hat Wimbledon gewonnen, sehe ich gerade so aus dem Augenwinkel, so wie es aussieht. Das ist schon mal sehr schön. Vielleicht gewinnt ja morgen ein Deutscher die Roubaix-Etappe. Vielleicht ist der Degenkolb gut genug in Form. So.
Okay, Igor Anton 14. geworden. Elison war aber in der gleichen Gruppe sogar noch. Naja. Gesamtwertung 21. nur. 16. mit 4 Punkten. Aber 13 Punkte hat mein Fahrer gemacht. Das ist natürlich sehr schön. Zähigkeit, gleich mal plus 4. Ausdauer plus 1, plus 3 Prolog, okay. Plus 2 die Abfahrt, ja gut, die Abfahrt, die geht auch gut hoch. Einer am Berg, Antritt 1 Punkt, Sprint 1 Punkt, aber flach. Kein Punkt, aber das wird noch. Da haben wir noch flache Etappe beenden. Ein paar Punkte offen. Fortsetzen. So. Ja, dann geht es jetzt nämlich gleich weiter mit der Sprint-Challenge. Da habe ich ja zwei. Achso. Dann schauen wir uns das hier mal an. Wer Paris-Nizza gewinnt. Gaviria gewinnt den ersten Sprint, den zweiten auch Gaviria. Kittel. Hier gewinnt er wenigstens mal was. Richie Port gewinnt das Zeitfahren. Stuyven. Daniel Martin, der ja heute leider Zeit verloren hat. Also für ihn wird es dann auch schwer. Und ich bin ja auch gespannt bei ihm auf die Roubaix-Etappe. Ich glaube, das ist auch nichts für ihn. Und Bauke Mollema gewinnt Paris-Nizza. Interessant. Speichern. Mollema 11 Sekunden vor Bardet. Dann Dan Martin. Uran, Pinot, Quintana, Yates, Wout Poels, Richie Port, nur 9. So, ja, jetzt sieht das hier schon anders aus. Wir sind noch 25. Vorletzter. Dann wird bald mal was passieren im nächsten Rennen, wo wir dabei sind. Paris-Roubaix. Gewinnt Sagan, schätze ich mal. Ja. Peter Sagan. Boah, mit 1,38 vor Sepp van Marke und dann 2,44 Rückstand vor Terpstra, von Terpstra. Wout van Aert, Craig van Avermaet, Oliver Nasen, Moscon, Christoph Stuyven, Stüber. Jetzt sind wir sogar letzter. Nee, vorletzter haben wir noch. Aber jetzt haben wir endlich wieder ein Rennen, wo wir dabei sind. Van Knechten und Waits sind hier meine Fahrer. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. Today we've got a Prolog geht's los. Küng van Emden, Durbridge. So, einer von den Sprintern. Van Genechten. Van Genechten. 3,28, okay. We have the last rider at the start of this individual time trial. He'll do his utmost to produce the best time. Come on, let's give him a hand. Noch 2,8 Kilometer noch. Mal gleich im Ziel. Brendle 3,26, okay.
So, davon haben wir schon das Ziel. 3, 6, 8, 31 nur. Mm. 3, 31 nur. We had no real ambitions for the classification of this stage. At least it can be said is you didn't prove me wrong. 136. und 139. Da sind die nur geworden. Naja. Weiter. Weiter. Oh, plus 3. Prolog 1 dazu. Zeitfahren 1 dazu. Und flach, das ist wichtig. Auch eins dazu, sehr schön. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it... So, Sprintankunft höchstwahrscheinlich. So, Twaits hat immerhin am Hügel eine 69. Ist am Berg ein bisschen besser, also fahren wir mit ihm. Greetings, ladies and gentlemen. With a flat route that harbors no difficulties, today's stage is destined for the sprinters. And we should see a mass sprint in the streets of Santa Marmora. So, Sieberg. Ja, ausreisen darf er. So. No more escapees. The breakaway is widening the gap, but no. Jetzt sind sie weggekommen. Ah, Stein de Wolder, Spilak dabei. Brauche ich jetzt gar nicht umschalten auf den auf die Bergwertung. So, dann warten wir mal auf den Sprint. So, immer noch 2:30. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. The breakaway is losing ground. Difference between the peloton and the breakaway is steady. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. Guck mal doch noch mal, ob die hier sprinten.
So, sprinten sie jetzt nun oder nicht? Doch. Ah, ne, die kommen nicht. Naja, dritter immerhin. Hätte schlimmer sein können. Wechsel mal erstmal wieder auf Trades. Immer noch 2 Minuten, also die Ausreißer halten sich gut. Obwohl die Form von meinem Fahrer schlecht ist, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Dann gucken wir doch nochmal schnell. Aber ich bin wenigstens nicht mal ganz so extrem chancenlos. Okay, jetzt ist dann aber nichts mehr da. Jetzt kann man hier umschalten. Blaues Gel kriegt dann noch. Okay, jetzt kann er aber sich zurückfallen lassen. So, jetzt haben wir noch eine Minute. 13 Kilometer. Bin ich wieder ein bisschen zu weit hier hinten drin. Burkhardt, gehen wir aus dem Weg. Gut. Ja, Bloodborne, hast du recht. Dieses Mal scheint es schneller zu gehen. Muss ihn tatsächlich immer in die Ausreisergruppen irgendwie schicken oder ausreisen lassen. Das bringt echt einiges. So 3 Kilometer noch. Ja, Sieberg, fahr vor mir bitte. Kilometer, jetzt ist er vor mir. War zu weit von McLay. Ah, jetzt kommt er noch von hinten. Mist.
Top 5 könnte es geworden sein. Ah, ich weiß nicht. Mal sehen. Well done, lads. Ja, 5. Das ist okay. So. Gesamtwertung führt Blythe, Gaudio 34. Ja gut, ist da eigentlich nichts zu sagen. Zehnter mein Fahrer. So. Twaits hat ein paar Punkte scheinbar gemacht. Jetzt haben wir 10 Punkte. Insgesamt. Boah, ist um einiges zu wenig noch. Aber wieder plus 6 heute bekommen. Schön. Bei der Etappe plus 6 Punkte. Das heißt, Regeneration kommt 1 Punkt dazu. Zähigkeit kommt 1 Punkt dazu. Schon bei 69 jetzt. Ausdauer auch einer. Sieht gut aus. Antritt einer. Das ist auch gut. Wenn ich dann doch mal so eine Bergwertung gewinnen will. So Kategorie 4 oder so würde erstmal reichen. Sprint plus 1. Schön. Und Flachetappe auch, sehr gut, jetzt schon 59. So, letzte Etappe beim der Sprint-Challenge. Vielleicht ist ja hier nochmal ein Sieg irgendwie möglich. So, Twaits oder lassen wir jetzt mal, der kommt besser über den Berg und jetzt haben wir jetzt auch die Kategorie 4 Berge. Wenn da ein hohes Tempo drüber geht, dann hätte eher Twaits die Chance. Hallo everyone, as they do regularly on Paris-Nice, the riders will firstly face the Mont du Beaujolais before venturing onto the more gentle but lengthy slopes which lead to the finish. So, aber schicken wir mal einfach wieder weg hier. Wenn es klappt. Und ja, jetzt machen wir es nämlich mal so. Jetzt tut hier nämlich der Van Genechten den Sprint anfahren. Das ist vielleicht die bessere Variante. It's pretty much of an open day today. The sprinters should be interested in the stage win. But the finish could allow fighters to make life difficult for them. The peloton has caught up. There's no more escapees. Das ist jetzt blöd, dass er jetzt nicht weggekommen ist. Vielleicht geht's doch noch irgendwie. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Okay. He can ride all day long on the flat. It would be hard to say that he's in his element. Zumindest doch nochmal in die Ausreißergruppe gekommen. Hollenstein von Speybruck, Mikhailov, Gregory Rast. Gucken, wie es jetzt hier aussieht am Berg. Beste Puncheur ist Hollenstein, okay. Oh, jetzt greifen die schon an. Gut, was man noch dazu sagen muss, dass mein Fahrer jetzt auch nicht so in Form ist. Aber ist schon besser dran geblieben als in den vorangegangenen Etappen. Kommt
wieder ran, kommt er wieder ran. Ja. Ja, Sprint wird jetzt nichts. Die sieht zu schlecht aus. Boah, shit, ich glaube, ich bin gleich doch nochmal angekommen. Ja, je länger da mein Fahrer mit in der Ausreißergruppe ist, desto besser ist es. Ja, der soll jetzt ja gar nicht mit angreifen am besten. Dauert noch ein Stück, bis zur Verpflegung kommt. Ja, das wird nix. Ja, jetzt kann er alleine noch mal ein bisschen fahren. Bisschen das Feld einholt. Ich wechsle schon mal wieder auf Trades. Er fährt jetzt hier eine 60 oder sowas. Immer noch 10 Punkte geholt. So. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. So, jetzt kommt die Kategorie 4 Anstiege. Jetzt muss ich hier gucken. Oh je, oh je. Immer noch dran, mein Fahrer. Aber jetzt müsste er gleich zurückfallen. Ausreise noch eine Minute davor. Beretzi 666, danke fürs Folgen. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, Tempo ist hoch. So, 10 Kilometer bis ins Ziel. Ich habe auch Schachmann ein bisschen stärker eingestellt. Weil
er im Hochgebirge eigentlich beim Giro sehr gut mitgehalten hat, finde ich. Also ihm habe ich dann doch schon eine 72 am Berg gegeben, statt einer 69. Ja, this is 2018 edition of Tour de France. So, 6 Kilometer. Fünf Kilometer. Vier Kilometer noch. So, 3,5 Kilometer. Quickstep formiert sich. Elizonde ist gestürzt. Ja, jetzt wo bist du? Anfahrer ist nicht da. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Halt durch, halt durch. Ah, nee, zu früh. Aber ich konnte nicht schon mal langsamer fahren. Das wäre echt scheiße gewesen. Ich hätte noch länger im Windschatten irgendwie bleiben sollen. Ah. Naja, trotzdem noch Sechster. Der schlimmer sein können. Oh, wir haben was gewonnen. Das Competitivity Classification. Oh, immerhin in der Punktewertung Platz 6, mein Fahrer. Ja, 159 Kilometer. Tatsächlich. Aber das bringt keine Punkte. Obwohl doch 10 Punkte, wahrscheinlich wegen dem grünen Trikot. Und jetzt sind wir hier 24. Naja, langsam wird's doch. Und wieder, oh, plus 6. Schön. Regeneration 1 dazu, Zähigkeit. Gesamtwertung für kämpferischsten Fahrergewinn. Aha. Zähigkeit 70. Und hier Ausdauer. Die geht gut hoch heute. Geht richtig gut hoch. 3 Punkte nach oben. Auch schon bei 70 jetzt. Zeitfahren 1 Punkt. Ja, das war's. Ja, aber schon gut die Fahrerwerte verbessert. So. Gut, dann geht es nur noch die Open Tour für mein Team die Saison. Und den Rest simulieren wir. Gucken wir mal, wer das Kriterium die Dauphiné gewinnt. Kittel, Viviani, Groenewegen. Tom Dumoulin gewinnt das Zeitfahren. Tim Wellens, so jetzt die Bergetappen.
Oh, das sieht nach Bargier aus, ja. Vogelsang, ne, Lopez sogar. Und Dumoulin immer nach vorne. Und Quintana. Und die Dumoulin gewinnt Criterium du Dauphiné. Chris Froome, okay. 14 Sekunden vor Chris Froome. Vielleicht geht er genau dieses Jahr die Tour so aus. Hätte ich zumindest auch nichts dagegen. So, hier kann man nichts abbekommen. Jetzt gucken wir mal, wie die Tour de France ausgeht, wenn sie simuliert wird. Ja, Etappensieg von Kittel. Das wäre schön gewesen. Ich glaube, diese Tour nicht mehr daran, dass Kittel noch eine Etappe gewinnt. Ja, hier hat er schon zwei. Ja, und Katjuscha gewinnt sogar das Teamzeitfahren. Was ist da los? Viviani gewinnt eine Etappe. Gut, der ist eigentlich gar nicht dabei bei der Tour. Mollema, okay. Zakarin in Gelb. Valverde gewinnt die Tour de Bretagne. Viviani nochmal eine Sprintankunft. Die Etappe von heute, Grönewegen. Das passt. Und morgen gewinnt Terpstra. Okay, mal schauen. Und Van Avermaet dann in Gelb morgen noch. Das stimmt dann fast überein vielleicht. So, Richie Port gewinnt die erste Bergetappe. Und Nibali dann in Gelb. Bardet gewinnt die nächste. Nibali bleibt in Gelb. Nochmal Bardet gewinnt Alpe d'Huez und auch Gelb übernommen. Kittel gewinnt den Sprint. Daniel Martin. Nochmal Daniel Martin. Mann, Mann, Mann. Wahrscheinlich wieder Bardet, oder? Ja. Dumoulin. Kittel, aha. Das sieht nach Nibali aus. Ja. Zeitfahren. Ron Dennis vielleicht, ja. Und Nibali übernimmt Gelb. Letztes Zeitfahren. Interessant. Nibali gewinnt die Tour. Ja. Vielleicht passiert es ja dieses Jahr so, dass Nibali die Tour gewinnt. Würde mir sogar sehr gefallen. So, gucken wir mal an, wie das in der Gesamtwertung dann aussah. Ach, das sind auch knappe Abstände zum Schluss der Tour. 17 Sekunden vor Port. Quintana 35 Sekunden zurück und Dritter. Bardet 4., Uran 5., Dumoulin 6., Chris Froome nur 7., ja. Pinot Vogelsang, Dan Martin, Simon Yates, Landa, Mollema, Zakarin, Pozzovivo, Valverde, Yates, Jungels, Buchmann 20. Ist ja leider nicht dabei, Geraint Thomas, Wout Poels, Lopez, Bargier, Aru, Formolo ist auch nicht dabei. Roglic, 35. Na, er könnte vielleicht besser abschneiden. Mal gucken. So, ja, jetzt sieht es von den Punkten nochmal um einiges schlechter aus. 25 Punkte. So, dann haben wir jetzt noch die Euro-Tour. Bevor wir dann wieder fahren können. Castroviejo gewinnt das Zeitfahren. Sagan die flache Etappe. Van Marge das Kopfsteinpflaster.
den Wald von Arnberg. Esteban Chavez. Aha. Und Steuven. Das sieht nach Mannschaftszeitfahren aus. Also Drecksieger Fredo und Terpstra gewinnt. Terpstra von Marke, Durbridge, Sagan. Gut. Immer noch 25. Aber jetzt können wir endlich wieder mit ins Geschehen eingreifen bei der Open Tour. So, dann gucken wir mal. Anton, Lammertink, Elizond und auch mein Fahrer. Oh, das ist jetzt gut, dass mein Fahrer richtig gut in Form ist. Das heißt, wenn ich mit ihm ausreise, könnte man vielleicht mal eine Zwischenwertung gewinnen. So, fangen wir an. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. Today is a tiring route, where the closing kilometers should suit the punch. So. Team members of the favorites will probably manage the time gaps in order to fight for victory on the final climb. Na hui. Das wird jetzt eine interessante Etappe. Gucken, mit wem ich da jetzt fahre. So, Igor Anton. Lammertink, was hat der? Hügel 75, Berg 71. Andere, der hat einen guten Antritt von 75. Für ihn könnte die Etappe was. Obwohl, 72 Antritt? Nee, da sieht Lammertink besser aus. Da fahre ich mit Lammertink. Of cycling. The reason is that the finish is atop the renowned Mur de Huy, traditional decider. So. With its sections of close to 20%. Certainly one of the toughest. Gut, dann aber gleich mal hier, der soll heute gleich wieder ausreißen. Und Lammertink braucht Schutz von Igor Anton will ich mir noch für die gesamte Gaudio. Und sie bergt den Igor Anton. The riders will almost cross Belgium from north to south on this stage. There are a few difficulties, but at the end there is plenty to chew on. Sieht schon mal gut aus, über 2 Minuten Vorsprung. Matti Breschel, Scher. Starke Fahrer auf jeden Fall dabei. Und das Feld macht Tempo. Oh nein. Okay. Jetzt hat sich's beruhigt. Und wir sind noch davor. The intermediate sprint is approaching. The sprinters are likely to give it their all, as this will be their only opportunity to gain points today. So, mal schauen. Aber Elfares ist, glaube ich, einer, der sprinten kann. Und Breschel. Komm schon, komm schon. Ja, gut mitgesprintet. Vierter Platz.
they're riding hard behind. This isn't the moment to relax. So, jetzt geht's den Berg hoch. Wenn ich hier Vollgas gebe. Ah, so gut sind meine Werte noch nicht, um hier am Berg wegfahren zu können. Wakotsch oder Wakok ist der beste Puncheur, also am explosivsten vom Antritt. Ja, schon greifen sie an. Ach, Mist. Ach, ich halte schon immer besser mit. Schade. Ja, es fehlt noch, nur noch ein bisschen. Nee, das wird nichts mehr. Okay, dann wechseln wir jetzt auf Lamartink. Hallo? Okay, I'll wait for you. So. Breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Time check with the breakaway. 1 minute. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. 30 seconds lead for the head of the race. So, dann kommt gleich Kategorie 3 Einstieg. Jetzt fahren wir lieber durch hier. To the finish, and two more difficulties on the menu, the Mur Saint-Léonard and the Mur de Huy. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. So, Gaudio, du fährst mich jetzt hier in den Anstieg gleich rein. Vielleicht... Ich fahre gerade die Open Tour, also schon Ende der Saison. Gucken, ob ich hier wegkomme. Was aufheben. Boah, jetzt kommen sie von hinten ran. Mist. Will be able to take a short breather on the way down. However, they will have to
stay well placed if they hope to win at the top of the Mur de Huy with its sections at nearly 20%. You were first over the top of the climb. That's good. So, nochmal. Das Feld kommt. Ganz von der Reich dann doch nicht. Igor Anton kommt da von hinten. Wie sie alle keine Kraft mehr haben. Naja gut, aber die schwere Bergetappe kommt ja noch. Da muss ich dann eh schauen, dass ich da mit Igor Anton irgendwie mithalten kann. Oh, Bergtrikot. Elizondo, Anton und Lammerting haben wenigstens keine Zeit verloren. Das ist schon mal sehr gut. Lammerting, 2 Punkte tatsächlich. Ja, immerhin 2 Punkte geholt. 25. Und wieder +4. Schön. Zähigkeit geht nochmal hoch. Hügel +1. Andret +1 ist auch gut. Das ist ganz gut, dass ich dann vielleicht doch mal eine Zwischenwertung gewinne. Ja, als erstes über einen Bergpass Kategorie 3 oder 4 sein. Das muss ich halt irgendwann mal schaffen. Beziehungsweise, ja. Dann wäre ich zumindest erstmal im Hügeln besser. Naja, gut. So, Sprint-Etappe. Ja, ich weiß ein bisschen was zum Patch. Also der Bug sollte behoben sein bei dem Pro-Leader-Modus. Deswegen habe ich ja auch neu angefangen. Weil man dazu die Karriere neu beginnen musste, also neu anfangen musste. Mit den Formhöhepunkten, der Bug, das meine ich natürlich. Und ansonsten wurde wohl noch ein bisschen, also einiges an der künstlichen Intelligenz verbessert. Aber ich kann dir jetzt leider nicht alles so genau sagen, im Detail was. Weil ich es nur im Google-Übersetzer gelesen habe und das, naja, wissen wir ja, dann Französisch zu Deutsch übersetzt. Ergibt das nicht immer alles einen Sinn? So, jetzt gucken wir erstmal.
Ja, ansonsten wurde da nicht vieles gemacht. Also ziemlich viel Verbesserung auch im KI-Bereich für die künstliche Intelligenz. Mal gucken, wie das sich im Gameplay dann bemerkbar macht. So, okay, wer sprintet jetzt? Ansonsten fahren wir jetzt mal mit Fanggenächten. Hallo, everyone. The long road to Nancy will require that sprinters aiming for another notch on the handlebars will have to ensure that teammates make their contribution. A detour will be made via Verdun in tribute to those who fell during the Great War. So, der soll nochmal angreifen. Jetzt macht hier mal der Twaits den Fanggenächten. Und der Lammertink sollte vielleicht auch Angriffen folgen. Wegen dem Bergtrikot vielleicht. Und Igor Anton wird von Ellie. Nee. Von Sieberg beschützt. Today will go. Fighters have a real chance to put pressure on the sprinters because of the climb in the last 25 kilometers. Moreover, we can expect a puncher to make more of the circumstances than a pure sprinter. Oh, die machen Tempo hinten das Feld. 1.5 minutes for the breakaway. It might just work. Ich würde ja gern mit meinem Fahrer. Wer ist da noch dabei? Fenn und Phantomme. Es kommt noch Gesbert. Keine Ahnung, wie stark der ist. Ich versuche trotzdem. Ja, ich habe auch erst überlegt, den vielleicht in die vielseitige Richtung zu machen. Aber da ist am Berg, glaube ich, gar nicht so gut. Aber ich versuche es mal jetzt doch noch mit Bergfahrer, mal schauen. Also mit den jedes Mal ausreisen zu lassen, den eigenen Fahrer, das macht auf jeden Fall Sinn. Da entwickelt er sich am Anfang wirklich viel schneller. Das war gut, das so zu machen. Ja, dann soll Lammertink die Punkte holen, wenn ich sie schon nicht hole. Passt schon. Ist die Frage, wer jetzt sprintet. Ach, komm schon, Mist. Doch Lammertink sprinten sollten. Naja, schade. It is not always a good idea to be too many in a breakaway, as the others will not necessarily want to cooperate with us. At the front. So, 2 Minuten noch, die wir uns bald eingeholt haben. Als Ausreißer allein, dann kommen wir das 500 wieder ein Ziel erreicht. Das ist sehr gut. Zwischensprint. Riding hard behind.
Ja gut, dann werden wir bestimmt jetzt bald vom Feld eingeholt. Ja, das Feld ist... Hä? Oh Gott. Ist doch alles Mist hier. Igor Anton Schützen. Okay, I'll protect him. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. Greifen an. Another left-hand bend and the leading riders will be at the foot of the last climb. There's one point to be picked up at the top. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. So, jetzt Lammerting nochmal versuchen, die Bergpunkte zu holen. Meter noch. Ja, mit Lammerting klappt's. So, eingeholt. Letzten 10 Kilometer. Fahr mal. Oh, nochmal ganz schöner Anstieg hier von 5%. Mich ja schön wieder nach vorne fahren. There's still one short climb to cross. There are no points, but it's ideal to make life difficult for the sprinters. At the top, there will only be 7 kilometers.
So, Trades. Zu spät wahrscheinlich gesprintet. Die machen schon wieder hier. Gerade noch so besser als mein Anfahrer gesprintet. Lol. Oh Mann. Auf jeden Fall das Bergtrikot verteidigt. Das ist ja immerhin mal was. Ja, siebter und achter. Naja, gut, geht schon. Lammertinger hat noch 3 Minuten verloren. Mein Fahrer war sogar noch in der Zeit dabei. Igor Anton dabei, sehr gut. 10 Sekunden, Elizond. Und Anton sind in Top 10 eben gerade drin. Das ist schon mal sehr gut. Lammertink, 1 Punkt vor Konrad. Ah ja, guck mal einer an. Mein Fahrer ist wieder in der Kampfgeistwertung ganz vorn. Punkte. Boah. Also 20. wären wir auf keinen Fall mehr. Das heißt, nächste Saison wird dann angegriffen. Plus 1 immerhin bekommen. Ausdauer geht nach oben. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Today is a tyrant. Das wird eine nicht wirklich einfache Etappe. Da fahre ich jetzt mit Igor Anton. Der ist jetzt mein Kapitän für den Rest des Rennens. So, na komm. Gut, wie sieht die Form aus? Lammertink sieht immer noch ganz gut aus. Boah, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wegschicke. Ich werde meinen Fahrer auf jeden Fall wieder wegschicken. Die Igor Anton hat Normalform, sage ich mal. Die Sonne schon ein bisschen besser. So, obwohl Lammertink, ich könnte ihn wieder wegschicken, aber nee. Obwohl, warum nicht? Warte mal. Gaudio. Ja, 8 Fahrer ist doch gut. Alter. Das Tempo ist echt hoch. Ja, hier kann ich das erste Mal wahrscheinlich nicht mitfahren. Drop into a descent after the summit.
some might take the opportunity to try their luck. You've got 1 minute 30 over the peloton. It turned out to be a good move. Klar gewinnt, aber ich kriege noch 3 Punkte. Tempo ist ziemlich hoch in der Ausreißergruppe. Und nur noch 1,30. Ich glaube, ich brauche hier nicht erst anfangen zu sprinten. Einbruch. Nee. Naja, 15 Punkte. The next two climbs are pretty much clones. Short, steep and classified as second category. The end of the stage is not far off. Stay awake. Tempo ist echt hoch hier drin. Ach, Mist. Immer einen Punkt geholt. Oh, wie sieht's hier aus? The head of the race is starting a new climb. The next king of the mountains summit. Okay, jetzt muss ich mal hier auf Igor Anton achten, weil es geht ja schon noch um die Gesamtwertung. Ich werde jetzt nicht mehr so lange streamen, ich werde jetzt nur noch die Open Tour zu Ende fahren. Also ich denke mal so noch 20 Minuten, 30 Minuten. Dann werde ich den Stream für heute beenden, aber werde morgen nochmal streamen. So. Aber morgen dann nach dem WM-Finale erst. Also so gegen 19 Uhr wahrscheinlich. Ich komme ja mit Igor Anton hier weg. Elizond ist noch da. Ah, jetzt habe ich ihn aufgepasst.
Ja, die neue Saison, die werde ich dann morgen im Stream halt anfangen. Mit Fahrer holen und so weiter. Das mache ich dann heute leider nicht mehr. Bin selber ein bisschen gespannt. So. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall. Dranbleiben. Das Feld ist noch so riesig. Boah. Lammerting. Das ist gut, dann kann er die Punkte holen. Perfekt. Neunzig Fahrer, die Gruppe ist echt noch riesig. Da wird nichts mit dem Sprintsieg, weil wenn ich hier schon sehe, dass hier Felline noch drin ist, den brauche ich wieder bei mir im Team. Der hat echt gut Etappensiege geholt und dadurch schön mir Punkte reingebracht. So, hier geht es nochmal leicht berghoch. Muss ich hier mit Anton echt aufpassen und dabei bleiben. To ask questions. He's moving on to the attack. Ja, McCarthy ist auch stark im Sprint, wenn der hier drüber kommt. Gegen den wird man sich auch kaum behaupten können. Aber gleich sind wir oben. Feline. Drei Kilometer noch. Fuck.
Ah, Abflussrohre. Danke fürs Folgen. Spilak. Swift. Nee. Ich den Hauch einer Chance. Gut, aber mit dem Feld im Ziel wichtig für die abschließende Bergetappe dann, oder die abschließende zwei Bergetappen. So. Auf jeden Fall das Bergtrikot verteidigt. So, na, was ist jetzt los? Jetzt. We had no real ambitions for the classification of this stage. The least that can be said is you didn't prove me wrong. So, Igor Anton, boah, der war der Einzige, der von meinen Fahrern keine Zeit verloren hat. Das ist wichtig gewesen jetzt. Lamartink hat leider Zeit verloren und auch Elizond. Igor Anton 11. mit 10 Sekunden. Patrick Konrad führt. Bergtrikot Lamartink 12 Punkte. Clark 7 Punkte. Mal gucken. Hier sind wir nicht dabei, hier nicht. Hier führt jetzt Lamartink vor meinem Fahrer. Also haben wir eine Doppelführung. So. 38 Punkte, 2 Punkte gerade. Ach Gott. Das bringt nicht wirklich viel. Aber hier ist wieder was passiert. Plus 3. Regeneration, das ist gut. Ein Punkt. Die Abfahrt geht hoch. Und Hügel, ein Punkt noch. 64 jetzt. Ja, flach muss noch ein bisschen was passieren. So. Jetzt kommen die schweren Etappen. Le Grand Bornand und dann die Croix de Fer Etappe. Muss ich irgendwie versuchen, mit Igor Anton vorne mitzufahren oder dran zu bleiben, um noch ein paar Punkte zu holen für die Weltranglisten-Gesamtwertung. Galopin, Konrad und Spilak jetzt hier die Favoriten, okay. So, Lamartink sieht eigentlich ganz gut aus. Igor Anton, Ausreißversuch eigentlich. Ja, Igor Anton, mein Mann für die Gesamtwertung. Greetings, ladies and gentlemen. With four mountain passes and today's program, this alpine stage promises to be ideal terrain for climbers. Ja, ich versuche natürlich wieder auszureisen, aber nicht mit Igor Anton oder so. Sondern gleich wieder hier erstmal meinen Fahrer wegschicken. Oder versuchen zumindest. Und auch Lamartink mitschicken. Und Gaudio schützt Anton. Okay, I'm coming to protect you.
Das sieht im ersten Moment schon mal gut aus. Zwei meiner Fahrer in der Ausreisergruppe. Oh, Geoghegan Hart von Sky, der ist, glaube ich, relativ stark. Und Simon Clark wieder, der hat einen guten Antritt. Mit Gegnern kooperieren können wir schon machen. Tempo ist irgendwie extrem hoch. Jetzt schon hier das Gel nehmen. Schade. Ein Punkt wenigstens. Was? Upsala. Boah, nee, das machen wir ja nicht. 60, ja. Wie sieht es hier eigentlich aus? Boah, hier hat sich auch schon was geteilt. Echt aufpassen überall. Muss denn hier aufpassen? Muss auf Igor Anton aufpassen, auf die Ausreise aufpassen. Zwischensprint. Ja gut, das ist mir eigentlich egal. Ja, dann kann er mal ein bisschen Arbeit hier leisten. Boah, die machen ja ein Tempo hoch. Boah. Bleib ich nicht lang dran. Clark fällt zurück. Boah, das ist... Okay, I'll consume a feed. The front of the race is 2 kilometers. Ja, okay, das lassen wir jetzt hier. Konzentrieren wir uns auf Igor Anton für die Gesamtwertung. So, Lammertink. Ja, kriegt noch ein paar Punkte. Ja, 4 Punkte, sehr schön.
So, bis zum letzten Anstieg können wir jetzt noch mal hier ein bisschen schneller. Ora macht Tempo. Ich glaube, die machen Tempo für Patrick Konrad, der ist ja im gelben Trikot. Wie weit ist es noch? 2,5. Lamartine ist weg. Das wird nichts mehr. War Kock, Großschattner, die machen Punkte, aber gut. Mit Glück habe ich vor der letzten Etappe noch das Bergtrikot mit Lamartine. Mal schauen. So, letzter Anstieg, jetzt geht's los. Tempo ist echt hoch. Zu tun, hier dran zu bleiben. Oder Position überhaupt gut zu machen im Feld hier. Muss ich schon komplett meine ganze Energie hier verwenden. So. Jetzt geht's gleich los hier mit den Angriffen, oder? Noch nicht. So, Elizonde ist noch da. Das ist gut. Aber die Gruppe ist noch 58 Fahrer groß. Schachmann ist auch noch dabei. So, noch 20 Kilometer. Ein bisschen, wenn jetzt hier im Feld nichts passiert. Fünf Kilometer bis zur... Okay, jetzt wird's schneller. Elizonde verpflegen. Herr Rader, greift er jetzt an? Ach ne, der Gruppe 9, so ein Quatsch. Tempo ist wieder raus. Drei Kilometer noch.
Ach, was soll's, mal ein bisschen Tempo machen. Oder Elizond, genau. Schachmann fällt jetzt schon zurück. Ist noch riesig, ey. Aber die Bergpunkte geholt. Das ist gut. Bergtrikot also verteidigt heute. Sieg wird es nicht, aber zwei Kilometer nur noch. Boah, der Betoncourt. Konrad gewinnt sogar. Na gut, wenigstens war ich in der ersten Gruppe drin und habe keine Zeit verloren. Das war schon mal gut. So, dann wollen wir auf den Rest. 17 Kilometer, der letzte Fahrer. So, da kommt ins Ziel jetzt. Dann haben wir noch eine Etappe und dann haben wir schon die erste Saison wieder geschafft. He's amongst the leading riders this year. So, und dann können wir noch versuchen, das Bergtrikot zu verteidigen auf der letzten Etappe. Ja, aber Elizond hat noch Zeit verloren. Igor Anton siebter in der Gesamtwertung, aber die sind alle zeitgleich. Das wird noch eng werden. So, ein Punkt nur vor Georgen Hart. Boah, das wird eng. Igor Anton hat 10 Punkte. Puh. Lammerting führt auch hier. Naja. Oh, immerhin Bergetappe beendet. Das heißt, es gab Punkte für Abfahrt und Berg. 67 jetzt am Berg. So, die letzte Etappe der Saison.
Und schöner Anstieg zum Croix de Fer, nur 68 Kilometer. Spielen. So, jetzt muss ich echt probieren, Lamartine am besten nochmal wegzuschicken. So, wer sind hier die Favoriten? Marc Soler, Carapaz und Gaudu. So. Lamartine, Igor Anton, die Form ist okay. So, natürlich mal wieder angreifen. Und Lamartine angriffen folgen. Gaudio schützt jetzt erstmal Igor Anton. Okay, I'm coming to protect you. Gegen Jürgen Hart. Natürlich wirklich angegriffen. Das ist Mist. Boah, 11 Fahrer hier drin. Nee, das Tempo ist zu hoch. Da ist jetzt mein Fahrer gleich weg. Ach, bringt nix. There will be 10 mountain jersey points for the riders first over the top. Vielleicht kann ich ja noch ein paar Punkte holen. Boah, jetzt tut er mich ab. Problem ist, dass der Ohr-Kategorie Anstieg bringt so viele Punkte, dass ich nicht wirklich eine Chance haben werde. Yes, 10 Punkte geholt. Das passt. Im Prinzip können wir jetzt auf Igor Anton schalten, weil die Gruppe wird eh nicht durchkommen. Boah, der Anstieg ist dann so ewig lang. Boah, das wird... Bin ich gespannt, ob da Ausreißer durchkommen.
Aber anderthalb Minuten nur noch. Lamartink ist zumindest noch vorne dabei. Tempo wird schneller. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. Aber es sind immer noch 13 Kilometer bis ins Ziel. Eine Minute sind die nur noch vorn, das wird nicht halten, gehe ich von aus. Elizonde und Anton sehen noch ganz in Ordnung aus, aber naja, mal gucken. So, jetzt wird gleich Lamartink aus der Gruppe rausfallen vorn. Und jetzt greifen die hier an, oder was? Nee. Ein Stück nach vorne kommen hier. So, Lamartink wird gleich eingeholt. Brice Feuillu führt gerade virtuell. So, Lamartink, hast gut gearbeitet. Oh, Tony Martin musste aufgeben. Nein, das weiß ich noch nicht. Ich hatte nur gelesen, dass er wohl zum Röntgen musste. Aber Wirbelbruch ist natürlich ganz schön krass. Dann hoffen wir das Beste, dass er schnell wieder fit wird. Aber ich muss schon sagen, Tony Martin hat auch schon oft bei einer Tour Pech mit Stürzen gehabt. Und jetzt wieder, schade, schade. So, die Energie ist nicht mehr so gut. Wie sieht es bei Elizonde? Den müssen wir was geben. So, Lamartink ist weg. Boah, die haben echt Vorsprung. 5 Kilometer vom Ziel. 2 Minuten. Die könnten durchkommen. Wenn Gogan Hart da durchkommt, gewinnt er auch das Bergtrikot. Elizonde hat noch ein bisschen Energie übrig. Tempo wird erhöht, aber ich gehe nicht mit, weil sonst
war es das ja gleich für mich. So, Patrick Konrad. Ah, gleich ist die Energie futsch. Spilak. Uiuiui, ich bin dort voll durchgefahren. Jetzt habe ich hier zu viel rausgenommen. Vorne ist das Ziel. Spilak wird gewinnen. Vor Amato und Gogan Hart wird da wohl auch das Bergtrikot übernehmen. Naja, da waren leider meine Bergfahrer alle etwas zu schlecht, um da ganz vorne mitzuhalten. Aber gut, was soll's. Nächste Saison sieht's dann hoffentlich besser aus, wenn ich jetzt nochmal andere Fahrer verpflichten kann. So, die letzten Fahrer ins Ziel, 3 Kilometer. So, na. Was ist jetzt los hier? Ja, Bergtrikot also auch weg. Igor Anton, immerhin 14. auf der Etappe geworden mit Elizonde. Kurz dahinter. So, Simon Spieler gewinnt und Igor Anton, immerhin 9. geworden in der Gesamtwertung. Das bringt wahrscheinlich ein paar Pünktchen. Besser als nichts. Bergtrikot gewinnt leider Gogan Hart. Ja, das ist noch doch ganz schön Vorsprung. Grünes Trikot Swift, weißes Trikot Mass, Movistar. Ja, und hier ist Lammerting vorn. 2. Meinfahrer. Ah, wo es fast besser gewesen wäre, wenn mein Fahrer gewinnt. Aber egal. Einmal habe ich es ja auch schon geschafft. Gut, jetzt gucken wir mal, wie viele Punkte wir hier haben. 24. sind wir immerhin geworden. Naja. Platz 20 wäre eh nicht drin gewesen mit 100 Punkten. Das war dann leider doch nicht möglich. Da hätte ich dann mindestens gewinnen müssen. Und noch einen und vielleicht noch Dritter werden müssen. Der Gesamtwertung, dann hätte man es vielleicht geschafft. So, aber hier ist nochmal Bergetappe beendet, was dazu gekommen.
Regeneration ein Punkt, Abfahrt einer und Berg auch noch ein Punkt. 68 jetzt am Berg. Ja, das ist gut. Wird besser. Okay, die Saison ist beendet. Somit ist jetzt auch der Stream erstmal beendet. Und morgen werde ich auf jeden Fall nochmal streamen und dann geht es mit der neuen Saison weiter. Das heißt, gucken, ob ich dann andere Fahrer kaufe, also verkaufe und neue Fahrer kaufe. Mal schauen, aber ich denke schon. Und dann heißt es auf jeden Fall, 20. Platz werden, um mehr Rennen freizuschalten. Also, danke fürs Zuschauen, bis morgen dann. Tschüss.